Mein Name ist River Florian. Ich habe Astronomie studiert. Ich habe den Master seit 2018. Es hat mich sehr gefreut, mir dieses Wissen anzueignen. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie das Universum begann, wo der Weg hingeht, welche Rolle wir in dem Ganzen spielen und einfach, wie die Welt funktioniert, im Inneren und im Äußeren, im Großen und im Kleinen. Man hat manchmal ein bisschen dieses Bild von dem einsamen Forscher oder der einsamen Forscherin, die irgendwo alleine in einem Turm forscht. Dabei ist das nicht so. Forschung und Fortschritt passiert in der Gruppe. Zuerst stellen wir unsere erste Forscherin vor. Das ist die Frau Barbara Lahr. Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass Sie heute teilnehmen. Danke für die Einladung. Vielleicht ganz zum Anfang, also ich arbeite Ja. an der TU Wien, am Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Verkehr. Bei Verkehr denken viele Leute zuerst einmal an den Autoverkehr, aber Verkehr ist viel mehr. Also Verkehr ist auch zu Fuß gehen, das ist mit dem Fahrradfahren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so weiter. Wer sind Sie und wo arbeiten Sie? Gut, also mein Name ist Anja Klauzer. Ich arbeite bei SBA Research. Das ist ein außeruniversitäres Forschungszentrum für IT-Security, Cybersecurity und Privacy-Enhancing Technologies. Ich habe einen etwas anderen Background, als man jetzt vielleicht vermuten würde. Also ich habe nichts IT-related oder dergleichen studiert. Ich habe den Geografie-Bachelor auf der Uni Wien gemacht und bin jetzt am Ende des Masterstudiums Geoinformation und Kartografie und bin dann eigentlich per glücklichen Zufall an meiner jetzigen Forschungsstelle gelandet, weil ich mit meinem Team an einem Projekt bezüglich dem österreichischen Stromnetz arbeite. Mein Name ist Leila Fati, ich bin noch 33 Jahre alt und ich arbeite derzeit bei der Austrocontrol in Wien und werde zum technischen Prüfer ausgebildet. Das Superschöne an der Forschung, dass man seinem, ja, seiner Wissbegierde nachgehen kann, also dass ich immer dazu lerne und mir macht das wirklich Spaß, neue Dinge zu lernen. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen, vielleicht für einige ein bisschen verständlicher, worum es sich in meinem Projekt tatsächlich handelt. Was wir hier sehen, ist ein Ausschnitt von einer Karte, die ich angefertigt habe. Das ist eine Region in der Steiermark. Das rot umrandete ist eine Gemeinde. In der Mitte steht der Gemeindename Dürrisware. Und die grünen Linien, die man sieht, die da grün eingefärbt sind, das sind Stromleitungen, die wir aus der Open-Source-Plattform OpenStreetMap gedownloadet haben. Und die roten Linien sind natürlich auch Stromleitungen, aber die grünen versorgen diese Gemeinde. Das heißt, man kann dann auch feststellen, anhand von Kombinationen unterschiedlicher Daten aus unterschiedlichen Quellen, wenn man die dann einfach zusammenbringt und in ein ordentliches Modell einspeist, dann kann man zum Beispiel feststellen, welche Stromleitung welche Gemeinde versorgt. Und das kann natürlich für einen Gegner von Bedeutung sein, weil eventuell ein Unternehmen in dieser Gemeinde seinen Firmensitz hat. Diese Firma verfügt über sensible Daten, die für irgendjemanden relevant sind. Und dann kann man sich tatsächlich über das Stromnetz einen Vorteil erschaffen, um auf diese sensiblen Daten Zugriff zu erhalten. Ich war ein bisschen eine Träumerin oder bin es noch immer ein bisschen. Also, was ich gern gemacht habe, ist einfach in der Gegend rumzuliegen, am liebsten draußen und den Himmel zu beobachten. Also ich war immer schon fasziniert einfach vom Himmel, von der Weite, von den Wolken, vom Wetter, von den Blitzen und am besten, wenn dann Flugzeuge vorbeigeflogen sind. Also da war ich dann ganz außer mir. Also das macht mir jetzt noch immer Spaß. Das habe ich als Kind gemacht, als Jugendliche gemacht und mache ich jetzt noch immer. Und was ich gern, also was zu meinem Leben dazugehört, ist einfach immer was Neues zu probieren und Neues zu lernen und nie aufzuhören zu lernen, weil das macht mir eigentlich am meisten Spaß, neue Sachen zu probieren, auch wenn ich nicht die Beste darin bin. Also wirklich, auch wenn ich vielleicht nicht so begabt bin, vielleicht wie andere, aber ich probiere es und schaue, ob es mir Spaß macht, mache es dann weiter. Genau, das heißt das Wakeboarden, das Paragliden, das Segelfliegen. Also ich habe wirklich sehr vieles in meiner Freizeit ausprobiert und mich versucht und das, was mir gefallen hat, mache ich weiterhin. Genau.